Mein Name ist Volker Brandes, ich bin Urologe aus Hamburg und gehöre zum ökumenischen Netzwerk Christen im Gesundheitswesen und habe heute die Freude, das Ehepaar Nanna und Horst Palkus als Gesprächspartner zu Gast zu haben. Und wir wollen ein wenig auf eure Situation, eures Lebens eingehen. Und ihr habt euch bereit erklärt, auch über die großen bedrückenden Dinge eures Lebens zu berichten. Wir haben uns ja kennengelernt in Kloster Nützschau Richtig. auf einem Wochenende für chronisch Kranke und deren Angehörige. Da wart ihr zu Gast und da habe ich von dir ja gehört, wie schwer dich Krankheitsnot getroffen hat. Lass uns ein bisschen über dieses Wochenende sprechen. Horst, du warst ja als Angehöriger dabei. Es gibt eine Gruppe für Angehörige, die da auch zu Wort kommen soll. Ja, das ist eine gute Sache. Mir hat das sehr geholfen, mit gleich Betroffenen ins Gespräch zu kommen, einfach weil der Austausch mit gleich Betroffenen so viel gibt und mich so herausgeholt hat aus so einer Phase, in der ich ziemlich hilflos und bedrängt war. Ja, das war damals, als diese Wochenenden von der Idee her entstanden waren, das große Anliegen, auch nicht die Angehörigen zu vergessen. Das ökumenische Netzwerk Christen im Gesundheitswesen bietet diese Wochenenden ja zweimal im Jahr an in Kloster Nützschau. Ja, Nana, du hast ja nun Krankheiten schon sehr viele Jahre in deinem Leben, musst dich damit auseinandersetzen. Du hattest mir erzählt, mit 30 bekamst du die MS. Ja. Magst du ein bisschen erzählen, was das, wie du das damals erlebt hast? Ja, erlebt habe ich, dass ich erstmal ganz viele Ärzte aufgesucht habe und die nichts finden konnten. Das war für mich schwierig. Und ich wusste, dass ich irgendwas hatte, weil es Phasen gab, wo ich mich einfach nur erschöpft empfand, wo ich das Gefühl habe, ich bin uralt, ich nicht lange gehen konnte, also Beine weggesackt sind. Aber wie gesagt, die Ärzte haben nie was gefunden, bis ich dann mit 38 Jahren halbseitig gelähmt war und erblindet. Da hatte ich einen sehr starken Schub und aufgrund dessen hat man dann ein MRT gemacht vom Gehirn und vom Rückenmark und festgestellt, dass ich die MS schon jahrelang hatte. Und ich nehme an, dass ich sie ungefähr mit 30 bekommen habe, weil das da anfing. Das ging nach Monaten weg mit Physio und mit Medikamenten, also Cortison. Wurde mir gegeben und auch noch andere Medikamente, die ich jetzt so nicht mehr weiß. Aber es ging weg, aber es hat gedauert. Aber für mich war eigentlich auch, ich wollte gerne fit sein für meine Familie, für meinen Mann, für unsere beiden Kinder, die damals noch recht klein waren und hatte schon das Bedürfnis, einfach auch für sie da zu sein und nicht nur irgendwie krank in der Ecke oder auf dem Sofa zu liegen. Ne? Ihr musstet ja ganz schön zusammenhalten, wenn so eine junge Frau, damals warst du 30, denke ich, schon so eine chronische Erkrankung bekommt. Wie ist es euch gelungen, lieber Horst? Ja, also am Anfang ist es uns erstmal gar nicht so gut gelungen. Also ich hatte beruflich natürlich in der Aufbauphase viel zu tun und mich dann überhaupt damit auseinanderzusetzen, dass es Nana nicht so gut geht und auf sie einzugehen und hatte ich gar nicht so die rechte Zeit gefunden, die das eigentlich erfordert hätte. Und es war dann auch ein Ausdruck, als das mit 38 dann passierte, dass ich erstmal, dass wir in eine ganz tiefe Krise kamen. Also, weil auch von Nannas Seite zu Recht ja auch meine fehlende Empathie für die Krankheit da angemahnt wurde. Und
ich also erstmal mich ja innerlich damit auch auseinandersetzen musste, was da gerade abläuft in ja. unserer Familie. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass diese Phasen auch dazu beitrugen, dass wir anfingen, uns vorzunehmen, gemeinsam zu beten. Mhm. Und das war am Anfang sehr schwierig, weil wir sehr unterschiedlich beten und auch unterschiedlich in der Bibel gelesen haben. Aber wir haben dann wir haben irgendwie einen gemeinsamen Nenner gefunden und haben auch durchgehalten, auch wenn es schwierig war. Ja. Und so rückblickend war das eigentlich unser Schlüssel, der uns geholfen hat. Ja, ja. Da war etwas, wo wir gemeinsam klagen können, wo die dritte Person Gott da ist und uns auffängt. Ja. Ja. In welchem Zeitfenster betet ihr miteinander? Macht ihr eine Morgenandacht oder wie? Ja. Also wir sind immer morgens, also sobald wir aufstehen, haben wir unser Ritual. Das hat sich so entwickelt im Laufe der Jahre. Jetzt ist es so, dass einer Tee kocht, dann mit dem gekochten Tee schlagen wir die Bibel auf und reden da kurz drüber und beten dann anschließend. Ja. Und beten für uns, für die Sachen, die anliegen. Und wenn wir dann abends feststellen, da gibt es immer noch irgendwas, was wir gerne zusammen an Gott bringen wollen, dann machen wir das abends natürlich auch. Aber das ist so unser Ritual jeden Morgen und das tut uns nach wie vor immer sehr gut. Ja. Und das macht ihr schon jahrelang? Jahrzehnte. Jahrzehntelang? Ja. Oh, alle Achtung. Ja, dieses Fertigwerden mit der Erkrankung haben wir angesprochen, aber da kam ja noch viel mehr. Du bekamst vor drei Jahren ein Mammakarzinom. Ja. Und da hattest du das volle Programm an Behandlung, Chemotherapie, Bestrahlung, Operation. Genau. Das ist ja nun noch mal was dazu kam. Was hast du da erlebt? Also eigenartigerweise habe ich das als Gottes Reden empfunden, weil ich damals schon gemerkt habe, dass mir alles schwerer fiel, auch das Arbeiten. Mhm. Ich war mittlerweile 60 und schon fast 4 Jahre her und merkte, dass mir diese ganze Arbeit immer schwerer fiel. Es wurde immer alles schneller. Ich musste immer schneller agieren und reagieren und so weiter und hatte schon öfters überlegt, aufzuhören zu arbeiten. Aber da die Arbeit mir so viel Spaß gemacht hat, habe ich gesagt, okay. Und dieser Brustkrebs war für mich ein Stoppschild, dieses wirklich innezuhalten und zu sagen, geh dem inneren Gefühl nach. Mhm. Und habe das sozusagen damals als Gottes Reden empfunden, dass er es zulässt, damit ich dem nachgehe, was er eigentlich für mich wollte. Und ich habe tatsächlich dann auch da aufgehört zu arbeiten. Ja. Es war ja so, dass ihr beide eigentlich davon ausgegangen seid, das ist jetzt damit behandelt und ich mache Kontrollen und bin gesund. Richtig. Ja. Ja. Leider war das nicht so. Nein. Du hast ja dein linkes hochgelegt. Das hat ja einen gewissen Grund. Magst du mal erzählen, was dann noch kam? Ja, ich habe also letztes Jahr, einen Tag vor der Beerdigung meiner Mutter, mein Bein zu Hause im Gehen gebrochen. Und man im Krankenhaus sehr erstaunt war, weil man das nicht verstanden hat, dass im Gehen ein Bruch geschehen kann. Also ich bin nicht hingefallen und habe es mir dadurch gebrochen, sondern im Gehen ist es geschehen. Ja. Und um die Geschichte zu verkürzen, man hat dann mich komplett untersucht und festgestellt, dass ich überall Metastasen habe. Ja. In den Knochen, im Gewebe, in der Lunge, im Rücken, Brustwirbeln. Mhm. Und das hat mich, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. War Corona-Zeit auch noch?
Ja, ich habe dann auch noch Corona im Krankenhaus bekommen. Ja. Du lagst allein, ja. Hattest diese Information, nicht nur, dass das Bein gebrochen war, sondern ja. Die Ursache war eben ein metastasiertes Mammakarzinom. Ja. Und lagst verzweifelt im Krankenhaus. So kann man das sagen, ja. Ja. Magst du sagen, was du da so gedacht hast? Es ist also, wenn ich so mit einem Bild spreche, ich habe mich wie ein tief verletztes Kind gefühlt. Ja, ja. Also ich hatte das Gefühl, ich bin nur noch eine Wunde. Und ich hatte für mich das Empfinden, dass Gott nicht mehr da ist. Ja, ja. Also ich redete zwar mit ihm, aber ich fühlte ihn nicht. Er war für mich wie weg. Und das war eine für mich eigentlich die schlimmste Phase, dieses ja, zu sein wie ein verletztes Kind und nicht. Ich hatte das Gefühl, ich bekomme keine Geborgenheit, keinen Trost, gut, mein Mann war da, durfte mich auch besuchen mit Anzug, aber nur für ein paar Minuten. Und er war ja genauso schockiert wie ich. Mhm. Und also diese Ohnmacht, sich dem stellen zu müssen. Mhm. Und was ja im Endeffekt auch ist, der Tod klopft ja an. Mhm. Und ich weiß auf der einen Seite, dass das ewige Leben viel besser ist als hier auf der Erde. Und dennoch war so in mir, eigentlich möchte ich jetzt noch gar nicht sterben. Das ist mir, ich bin zu jung. Ja, ich möchte meine Enkelkinder aufwachsen sehen. Ne? Klar. Und das im Krankenhaus war für mich eine sehr, ja, eine sehr schwere Zeit, ja. Gab es in dieser Zeit der Traurigkeit irgendwas, was dich getröstet hat? Gab es da schon Hilfe in diese Richtung? Also ich habe jeden Tag das Wort Gottes gelesen. Ich habe eine Bibel gehabt und habe, ich glaube, besonders den Psalm 23 und 27 gelesen. Dieses, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es schien mir wie ein Widerspruch, aber es war das Wort Gottes für mich. Und das Wort Gottes ist wahr. Und ich fühlte mich manchmal auch wie die Frau in der Bibel, die jahrzehntelang krank ist aufgrund vom Blutfluss. Und deswegen auch abgekapselt war von allen Menschen und so eine Sehnsucht hatte nach einer Berührung Gottes. Und so empfand ich mich auch. Ich wollte eine Berührung Gottes haben. Bekam sie im Krankenhaus noch nicht, das kam dann eher später. Ja, ja. Du sagtest mal, eine Freundin kam und hat sich dir sehr stark zugewandt. Und ja, der klagte ich das und sagte, das Schlimmste für mich ist, dass Gott mir so weit wegkommt sie hat dann für mich gebetet und danach fing das dann wieder an, dass ich einen großen Frieden in meinem Herzen bekam und auch die Gewissheit, wirklich eine tiefe Gewissheit in meinem Herzen hatte, dass ich Gottes Tochter bin. Und dass er mich nicht loslassen wird, egal was kommt. Ja. Das hat dieses Gebet ausgelöst? Ja. 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 Das ist ja großartig. Ja. Horst, du hast ja auch was durchgemacht. Du musstest damit ja auch erstmal fertig werden. Wir Männer können ganz gut verdrängen. Das ist dir, glaube ich, auch so passiert. Ja, es war ja diesmal praktisch noch etwas anders. Beim ersten Mal bei der MS war es so, dass Nana ja mir auch signalisierte, ja, irgendwo ist mein Verhalten irgendwie auch mit im Spiel gewesen, was die Sache eben befördert hat. Und jetzt war es aber so, ja,
an meinem Verhalten konnte ich eigentlich gar nichts entdecken, weshalb jetzt ja, das bei Nana so schlimm sich entwickelt. Und ich hatte jetzt erstmal das Empfinden, ja, du verstehst es nicht, also mach erstmal weiter, versuch alles am Laufen zu halten und versuch auch nicht großartig mit anderen darüber ins Gespräch zu gehen oder so, sondern mach erstmal den Alltag und sichere den Alltag irgendwie weiter ab. Also es war ja so, es war ein Tag vor der Beerdigung von Nanas Mutter passiert, da war einiges noch nicht erledigt und noch zu ordnen, auch mit der Hausauflösung und viele Dinge offen. Und ich habe eigentlich, was Beziehungen angeht, ja, es immer gern meiner Frau überlassen, die zu pflegen. Mhm. Ich habe mich nicht darum großartig gekümmert und ja, das fiel mir natürlich auch in dem Augenblick ein. Alles, was da jetzt an Mitleid kam oder an Beziehungsangeboten, habe ich erstmal so zur Seite gedrängt und habe gesagt, ich komme schon klar. Ich bin natürlich nicht klar gekommen und ich fiel da also auch so bei dieser Geschichte ziemlich in ein Loch. Ja. Und das entwickelte sich erst dadurch, kam es zur Wendung, dass Nana mich auch wieder ermutigt hat, zu sagen, ja, nimm doch Hilfe an oder versuch doch jetzt zum Beispiel unsere Putzfrau, die kam alle 14 Tage, lass sie doch jede Woche kommen. Einfach, ja, worauf ich selber gar nicht kam, hat sie mir, und dann kamen auch immer mehr Angebote von der Familie, aber auch aus der Gemeinde, die ich dann ja mehr und mehr auch annehmen konnte. Ja, ja. Und ich konnte dann, was meine Kochkünste, ich musste ja plötzlich alles machen, was vorher Nana gemacht hat. Sie ist ja praktisch mobil völlig ausgefallen für 3 Monate. Und in der Zeit kamen so viele Angebote, uns beim Kochen zu unterstützen. Wir haben heute noch eine Frau aus der Gemeinde, die uns regelmäßig mit Tiefkühlkost versorgt, sodass meine Kochkünste da unterstützt werden. Also ganz, ganz toll und auch ein lieber Bruder, der dann einmal die Woche zu uns kommt und uns mit mitgebrachten Essen unterstützt. Ja. Also solche Sachen, solche Hilfsbereitschaften habe ich einfach stark erlebt. Und dann kam auch noch das Wochenende in Nützschau, wo dann halt auch ja, die Möglichkeit des Austausches halt ja, zum Turnaround führt. Ja, ja. Es klingt so, als ob du dich auch der Situation gestellt hast, ne? So wie sie wirklich ist. Ja, dann war es eben so, das Gespräch hat mich dann eben auch an den Punkt wieder der Umkehr geführt. Ne? Mhm. Dass ich merkte, ja, so wie ich da bisher mit umgegangen bin, war nicht der richtige Weg. Das klingt danach, dass ihr eine ganz andere Begegnungsebene gefunden habt. War das so? Das war auch so. Und es war auch so, dass wir gemeinsam ein Buch gelesen haben, über das wir dann auch wieder ins Gespräch gekommen sind. Also ich bin der Typ, wenn etwas da ist, dann muss ich mich dem stellen. Ich bin da also sehr realistisch. Habe ich eigentlich, es bringt mir nichts, wenn ich es verdränge, weil es wird irgendwann kommen. Mhm. Also muss ich mich damit auseinandersetzen. Bei mir war es dann so, dass ich schon mit Horst einen Friedhof suchen wollte, und aber merkte, dass ich da mit Horst überfordere. Ja, ja. Ich bin an einer anderen Stelle als er. Und es ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam einen Weg finden. Und das haben wir durch dieses Buch, das ist von einer Frau geschrieben, die selbst an Krebs erkrankt ist, auch mittlerweile gestorben ist. Und das war sehr hilfreich, weil der Sohn und der Ehemann mit an diesem Buch beteiligt waren. Und das war mir wichtig, dass alle Seiten mal zur Sprache kommen, und das haben wir, wie gesagt, zusammen gelesen, und seitdem merken wir beide, dass wir gemeinsam
also diese Schritte auch einhalten für uns, dass nicht der eine nur vorangeht, sondern dass wir miteinander diesen Weg gehen. Ja. Ja, und natürlich auch dieses Festhalten an unseren Ritualen in dieser Zeit war wichtig, weil das gemeinsame vor Gott stehen und ihm unser Flehen bringen und auf Antworten hören, genau. Das hat uns auch zusammen wiedergebracht. Ja. An dieser Stelle danke ich euch, dass ihr im Patientengottesdienst auch so offen über eure Situation und das, was euch geholfen hat, gesprochen habt. Ihr habt das ja auch in dieser schönen Zeitschrift, Chris Kerr, euren Bericht sozusagen verfasst, den man hier lesen kann. Ja. Ein schönes Bild von euch da drin. Ja, es ist großartig. Es hat vielen Leuten geholfen, glaube ich, dass ihr so ehrlich auch gesagt habt, wo es am Anfang schwierig war und wie man dann doch zu auch Lebensfreude kommen kann, selbst in so einer Situation. Mhm. Ich erinnere, dass ihr vom gemeinsamen Lachen und gesprochen habt und dass das möglich ist. Ja. Und dass ihr davon gesprochen habt, dass ihr die Dinge, die noch möglich sind, auch tut und das Leben auch noch genießen könnt. Mhm. Erzählt doch da ein bisschen was von. Wie geht das? Also gestern waren wir in der Caspar David Ausstellung, also im Kunstmuseum, oder wir waren neulich im Theater, oder wir besuchen Freunde, also wir besuchen jetzt mehr Leute, weil ich eben halt nicht mehr so lange in der Küche stehen kann. Also wir versuchen schon, also so viel wie möglich zusammen zu machen, und sei es mit den Enkeln irgendwie was zusammen machen und gestalten, von Gott erzählen, ihm vorzusingen. Du spielst dann Gitarre und singst und die Enkel hören zu. Also doch, wir machen viel zusammen, was noch geht. Wir haben letztes Jahr eine Urlaubsreise gemacht. Wir werden dieses Jahr auch wieder eine geplant. Und also auch das Schöne im Leben weiter aus vollen Zügen auch genießen. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel. Also so erlebe ich das. Nicht auf das Kranke und das, was nicht geht, starren, sondern auf das, was alles möglich ist noch. Und da ist so vieles, was wir auch wiederentdeckt haben nach unserer schweren Zeit. Und jetzt kommt es mir fast so vor, als ob es noch inniger wäre als vorher. Ja, ist doch toll. Ja. Also das Monstrum Krebs steht nicht im Zentrum eures Lebens, Nein, wo ihr nur noch Mittelpunkt. Den Fokus drauf habt, sondern... also ich würde sagen, Gott ist der Mittelpunkt in unserem Leben und er stärkt uns auch immer wieder. Und er hat das ja auch letztendlich in der Hand. Er entscheidet ja, wann wir auf diese Erde kommen. Und wann wir diese Erde verlassen. Ja. Und ich glaube, er hat uns auch ein Stück Verantwortung mitgegeben, dass wir aus jedem Tag etwas Gutes machen. Ja. Und ja, das ist uns, glaube ich, auch, oder gelingt uns immer wieder. Ja. Ja. Nana, du hattest mal erzählt, dass du auch dich Menschen in Not zuwenden kannst und nochmal ein ganz anderes Gehör da findest, weil du sie verstehen kannst. Ja. Hast du da ein Beispiel oder ein Erlebnis? Ja, also ich denke mir, ich habe mal ein Zeugnis gegeben, dass ich selber, bevor ich Gott kennengelernt habe, einen Schwangerschaftsabbruch hatte und dass ich dann auch in Depressionen gefallen bin. Ich habe dann Gott kennengelernt und habe Jesus mein Leben anvertraut, beziehungsweise habe ihn eingeladen, dass er in meinem Herzen wohnen darf und dass mir eine unendlich große Schuld abgenommen wurde. Und diese Frau, die das Zeugnis gelesen hatte, hat sich ein paar Wochen später gemeldet und sagte, dass sie sehr traurig sei, und sie erzählte, sie ist traurig, seitdem sie diesen Artikel gelesen hat, und ist aber Witwe. Und dann stellte sich in dem Gespräch heraus, dass sie
in ihrer Zeit als Ehefrau ein Kind abgetrieben hat. Das hat sie aber nie jemandem erzählt, nicht mal ihrem Mann. Und das hat sie sehr belastet. Mhm. Und das kam alles hoch, als sie dieses Zeugnis von mir gelesen hat. Ja. Und deswegen hatte sie mich angerufen. Es gab die Möglichkeit, damals auf Umwegen mich zu erreichen. Und das hat mich wiederum sehr berührt, weil ich einfach weiß, dass Gott Dinge, Geschichten nimmt, um in anderen Menschen die Herzen zu öffnen, ja, ja. Weil die eben halt auch ihre Not haben und Gott sie frei machen will von dieser Not und ihnen Frieden schenken möchte. Und was hat diese Frau erlebt dann? Hat sie, sie hat Frieden gefunden? Ja, sie hat diese Schuld benannt, hat Vergebung erfahren und sie hat Wochen später angerufen und hat gesagt, dass sie jetzt einfach ein ganz neues Lebensgefühl wieder hat. Oh, wie schön. Und dass sie einfach die Hoffnung hat, dass es noch gut weitergehen wird. Ja. Ja. Und hat ihren Kindern das sogar auch mitgeteilt. Oh, toll. Ja. Also, großartiges Erlebnis. Ja, es berührt mich auch sehr. Ja. Ja. Ja, wenn ihr so in die Zukunft blickt, euch ist es gelungen, letztlich das Thema das Leben ist begrenzt, auch nicht zu verdrängen. Ja. Und dadurch nehmt ihr die Zeit, die ihr habt, nochmal ganz anders, viel wertvoller, als man sie sonst empfindet, richtig. War. Ne? Ja. Ja, ihr seid ein richtiges Team, noch tiefer, wie es sonst so war geworden. Du hast eben erzählt, wie du als junge Frau dich Gott zugewandt hast oder den Glauben gefunden hast. Horst, wie war das bei dir, auch als junger Mann, glaube ich? Ja, ich bin jugendlich gewesen, 17, 18 Jahre, habe einen Glaubenskurs besucht und wollte erst gar nicht, aber meine damalige Freundin hat mich dahin geschleppt und aber ich bin heute ihr sehr dankbar und aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, mein Leben wäre nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist, so tiefgründig und so mit so viel Heilung und mit so viel erlebtem Heil in Beziehungen und wie es verlaufen ist. Also es ist großartig, was ich durch die Nähe, die ich dort kennengelernt habe zu dem Schöpfer, zu Jesus Christus, was er aus meinem Leben gemacht hat. Mhm. So, ich kann jetzt schon sagen, das Leben war super, was er mir geschenkt hat. Und was da jetzt noch oben drauf kommt, das ist also sozusagen das Sahnehäubchen. Ja, ja. Ihr hattet berichtet, dass ihr Enkelkinder habt. Ja. Und dass du singst, oder du spielst Gitarre und du singst? Ja, und, ich singe auch. Ja. Ach so. Ja, ja. Und die Kinder, die saugen, das auf, was ihr erzählt, auch von eurem Glauben. Ja, doch, das tun sie. Also jetzt gerade zu Weihnachten, auch die Weihnachtsgeschichte, Jesus in der Krippe, die sind noch recht jung, also 5 und 3. Aber es macht einfach eine Freude, ihnen von Gottes Liebe zu erzählen. Das ist einfach. Ja. Und schauen wir mal, was Gott dann daraus macht. Ja. Irgendwie spürt man euch ab, dass ihr auch Gott dankbar seid. Ja. Ne? Du sagtest so, ich hatte ein tolles Leben und miteinander habt ihr so viel Gutes erlebt. Ja. Und jetzt die Enkelkinder an eurem Herzen sozusagen, das macht ja auch sehr viel Freude, dass man bei aller Katastrophe Dankbarkeit erfährt in seiner Seele. Was würdet ihr jetzt aus eurer Erfahrung Menschen sagen, die denen sozusagen das Fundament auch unter den Füßen weggerissen wird? Ich höre das ja ganz häufig, dass schwerste Erkrankungen dann auch was mit dem Glauben machen zunächst. Mhm. Du sagtest, oder ihr sagtet, man spürt es gar nicht mehr. Richtig. Das, was wir sonst an Frieden erleben als Christen, der ist einfach weg. Ja. Ihr habt ja erlebt, wie ihr dann
miteinander beten konnte. Eine Freundin betete für dich. Was würdet ihr raten? Was sollte man auf keinen Fall versäumen zu tun, damit man nicht in diesem Zustand bleibt, dieser Verzweiflung? Also ich persönlich glaube, dass es ganz wichtig ist, darüber zu reden. Ja. Mit Menschen, denen man vertraut. Mhm. Und natürlich, wenn derjenige gläubig ist, also an Gott glaubt, dass er nicht locker lässt, sein Herz vor Gott auszuschütten. Ja. Und wenn das erstmal nur Klagen ist, die Psalmen, es gibt so viele Klagepsalmen, Gott hat kein Problem damit, auch wenn man wütend auf Gott ist. Ja. Ich glaube, Gott schmerzt es viel mehr, wenn wir uns ihm nicht zuwenden, als wenn wir uns zu ihm wenden und auch mit ihm hadern. Mhm. Ich glaube, er kennt ja unser Herz und er weiß, wie es in uns aussieht. Mhm. Und ich glaube, seine größte Sehnsucht ist, uns zu helfen. Mhm. Aber es ist manchmal selber, dass wir dazu beitragen, dass das nicht durchdringt. Und für mich war der Schlüssel, dass ich meiner Freundin das gesagt habe. Ja, dass ich also nicht nur Horst das wusste, sondern meine Freundin auch. Und jemand anderes wusste es auch. Aber dass ich darüber offen geredet habe und aber auch, dass für mich gebetet wurde. Mhm. Und Gott stellt sich dazu. Ja. Wann er das tut oder wann er wieder diesen Frieden schenkt, das bleibt in seiner Hand. Ja, ja. Wir hätten es ja gerne schnell. Mhm. Aber Gott ist, die Früchte des Geistes sind eben halt Früchte und nicht, die sind nicht sofort da. Ne? Also von daher denke ich mir schon, dass wir es dann auch in Gottes Hand lassen müssen, wann er diesen Frieden wieder schenkt. Ja. Man braucht auch Menschen dazu, die sich dann einem zuwenden und diese Tür wieder aufmachen. Horst, das hast du ähnlich erlebt? Ja, es ist. Ich würde noch ergänzen wollen, also dieses nicht auf das schauen, was jetzt schlimm ist, sondern den Blick wenden auf das, was noch geht. Und natürlich ausharren und immer wieder im Gebet vor Gott es hinhalten. Aber auch dieses Positive, sich nicht auf die inneren Stimmen hören, die einen sagen wollen, das geht jetzt nicht mehr und dein Leben ist zu Ende und du kannst jetzt keine Freude mehr haben. Das sind eigentlich Stimmen, die nicht von Gott sind. Und dann den Blick halt zu finden, auch über das Gebet und den Austausch mit Christen, wieder diesen weiten Blick zu bekommen. Gott möchte einen die Fülle des Lebens geben. Ja. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Ja. Herzlichen Dank, gerne. Nana und Horst, für eure Offenheit. Ich glaube, das wird vielen Menschen helfen, die in ähnlichen Situationen sich befinden, Hoffnung zu haben für die nächsten Schritte in diesem Tal. Das ist ja auch ein Tal des Lebens. Ja. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Gerne.